Adventskalender, diese Dinger mit den Schokoladenbröckchen, die nach Pappe schmecken. Nein, danke. Da haben Paderborner Kunststudenten schon eine bessere Idee. Sie malen ihre Stadt zur Vorweihnachtszeit, 24 Tage lang und jeden Tag anders. Jeder hat vereinbart, selbst 24 Bilder anzufertigen und eine kreative, kalorienarme Art von Adventskalender. Während andere nach Geschenken gucken, suchen sie lohnende Motive. Für die Kunststudentinnen Anna Vnuk und Antje Cordes heißt das, mitten im Weihnachtstrubel jeden Tag was Außergewöhnliches entdecken. Anna hat sich für eine Schaufensterserie entschieden. 24 verschiedene Bilder an 24 Tagen. Dabei ist die Auswahl schwerer als gedacht. Es gibt in Paderborn relativ wenig Schaufenster, die man wirklich gut malen kann. Und warum ist dann dieses besser als andere? Bei dem Motiv finde ich die Flügel sehr schön. Das hatte ich als Motiv noch nicht, weil bisher eigentlich immer nur Nikoläuse vorgekommen sind, Tannenbäume oder Christbaumkugeln. Was Anna auch schwierig findet, das Wetter. Nicht zum ersten Mal während dieser Kunstaktion wird der Skizzenblock nass. Deswegen fotografiert sie jedes Motiv vorsichtshalber noch einmal ab. Malen mit klammen Fingern und bei kalten Füßen, das kennt auch Antje. Sie findet ihre Impressionen rund um den Dom und lässt sich dabei von der Stimmung in der Stadt inspirieren. Man beobachtet eben doch genauer, auch wie es auf andere Menschen wirkt, wie sich die Menschen vorbereiten auf das Fest, wie es die Stadt verändert. Fertig gemalt werden die Bilder zu Hause oder im Zeichensaal der Universität. Dort, wo es trocken und warm ist, auch für die Farben. Insgesamt beteiligen sich fast 50 Kunststudenten an dem Daily Painting Kurs. Alle fertigen Bilder werden sofort in der Internetgalerie ausgestellt. Dort sind mittlerweile fast 900 Bilder zu sehen. Darunter viele ungewöhnliche Ansichten von Paderborn im Dezember 2010, wie die von Katrin Thiessen. Für mich geht es in erster Linie schon um die Nachtstimmung, auch gerade diese Lichter. Und das hat halt wieder die Verbindung zu Weihnachten. Jeden Tag zeichnen, immer wieder eintauchen in die Stadt, in der sich alles um das Fest dreht. Ganz schön anstrengend. Aber trotzdem schön. Für Antje jedenfalls bleibt Weihnachten auch jetzt noch was Besonderes. Einfach dieses sich freuen darüber, dass es die Familie gibt und die Mitmenschen. Und das ist so geblieben für mich und ich feiere das deswegen immer noch gerne. Am Heiligabend wollen auch Anna und Antje ihre letzten Bilder fertig haben. Der Winter jedenfalls kann sie nicht aufhalten. Für viele ist Weihnachten ja erst richtig feierlich, wenn in trauter Familienrunde